Lieber Opti, ich habe mir was ausgedacht. Ja. Ich bin natürlich schon super gehypt davon, dass ich jetzt wieder etwas weiß, was ich bis vor kurzem noch nicht wusste, nämlich wer in der Katze drin steckt. Das weiß man ja oft nicht. So, aber ja, ich möchte, ich habe mir jetzt was ausgedacht, ja. Das Problem ist, ich kann weder deine Gedanken noch deine Körpersprache lesen, ja, weil du verrätst ja nie was. Du willst ja auch nicht sagen, wer da sonst noch so ist. Obwohl du ja alle kennst. Du weißt ja, wer unter den ganzen Dingern ist, aber du sagst halt nichts, weil du, naja, weil du der Moderator bist und das halt nicht kaputt machen willst. Ich bin nicht der Moderator, ich will das kaputt machen. Und deswegen habe ich mir was ausgedacht. So kenne ich dich. Ich kenne jemanden, der hat sowas drauf, Gedanken lesen. Ja? Der ist sogar Weltmeister darin, Menschen zu lesen und auch zu manipulieren. Es ist mein Freund und Mentalist Timon Krause. Und der hat etwas mit dir vor. Das ist eine neue Rubrik bei uns. Und da musst du jetzt kurz bei mir bleiben, denn die heißt Timon im Kopf. Und da schalte ich jetzt einmal kurz, du musst da bleiben, jetzt einmal kurz zu Timon. Hallo Timon, wie geht es dir? Hast du dir die Show gerade angeschaut? Alles gut, danke. Ja, ich habe mir vor allem Matthias im Detail angeschaut, seine Reaktionen. Ja, und das hat nämlich auch einen guten Grund, denn Timon hat sich jetzt die Reaktion von dir, lieber Matthias, so auf die Tipps der Jury, diese Reaktion, die hat er sich genau angeschaut. Und ich glaube, wenn man das drauf hat, kann man aus diesen Reaktionen einiges ablesen. Oder, Timon? Auf jeden Fall. Und ich würde auch, Matthias, weil wir uns noch gar nicht kennen, gerne mit dir einmal testen, ob meine Analyse dann überhaupt stimmt. Natürlich kennst du mich, du bist Mentalist. Ja, aber er ist jetzt auch nicht der Bürgermeister und kennt jetzt alle Akten, sondern er muss dich einmal kalibrieren, verstehst du? Er muss einmal mit dir etwas machen, damit er das dann anwenden kann auf die spätere Analyse, die mir Fakten beschert, mit denen ich hier schachern kann. Verstehst du? Okay, verstehe ich. Also, ja, Timon, genau so mach mal deine Aktion da, kalibrier mal los. Matthias, super easy. Ich würde dich bitten, einmal an eine der 5 schon ausgeschiedenen Masken zu denken. Mal kurz zur Erinnerung, ich habe ein Bildchen von jedem. Das ist das Alpaka. Da haben wir hier die Katze, die Biene, den Frosch und den Hummer. So, du denkst bitte an eine dieser 5. Nicht laut sagen, du hast eine im Kopf. Jetzt. Genau jetzt. Sehr gut. Ich stelle dir 3 Fragen. Du antwortest bitte auf jede Frage entweder mit der Wahrheit oder du lügst mich an. Wenn du lügst, behältst du ein absolutes Pokerface. Ich versuche deine Antworten zu analysieren und so herauszufinden, an welche Maske du denkst. Okay? Mhm. Okay, erste Frage. Matthias, ist die Maske, an die du denkst, war das ein Mann oder eine Frau? Laut sagen. So, ein Mann. Es war ein Mann, okay. Zweite Frage, und du kannst da Wahrheit sagen oder lügen. War das Tier? Ach so, ich dachte, okay. Ein eher großes oder eher kleines Tier? Ach so. Eher kleines Tier. Okay, letzte Frage. Würdest du das Kostüm selbst zu Halloween anziehen? Natürlich. Natürlich. Okay. Ich glaube, ich weiß, an welche Maske du denkst. Wir werden gleich zuerst zusammen erstmal deine Antworten analysieren. Sag mir bitte, welche Maske hattest du im Kopf? Jetzt? Jetzt. Dann verrätst du doch alles, beziehungsweise ich. Ich habe an den Hummer gedacht. Hau aus. Du hast an den Hummer gedacht, alles klar. Das ist genau, wovon ich dachte, dass du dran denken würdest, Hummer. Das bedeutet, du hast beim Mann die Wahrheit gesagt. Das habe ich gesehen. Du hast gesagt, es wäre ein eher kleines Tier. Das war auch die Wahrheit, glaube ich. Und du hast gesagt, du würdest es selbst zu Halloween anziehen. Bitte? Ja. Und ich glaube, das war gelogen. Du hast deine Augenbrauen nämlich kurz nach oben gezogen. Es war, also ganz ehrlich, das gelogen. Letzte war die komplette Wahrheit. Ja. Das war die komplette Wahrheit. Okay, wenn es der Hummer war, hast du schon mal gewonnen. Ich habe genau gedacht, dass es der Hummer gewesen wäre, Matthias. Und ich zeige dir gleich auch genau, woran ich dich erkannt habe. Tja, also wenn man das Gefühl hat, Matthias ist der Mann mit dem einen Gesichtsausdruck, dann kommt das uns allen so vor. Aber Timon sieht mehr darin. Wahnsinn.
Genau. So, gib Gas, und Timon, jetzt geht's los, ja? Okay, wir hauen rein. Es geht weiter jetzt, und zwar, wir gucken uns jetzt mal, die Reaktion an von Matthias, und du musst sagen, was hat er da gefühlt, ja? Los geht's. Genau. Matthias hat nämlich ein ganz verräterisches Ding. Immer, Matthias, wenn du dich ertappt fühlst, ziehen deine Augenbrauen sich schräg nach oben. Das machst du normalerweise nicht, aber immer, wenn du dich ertappt fühlst, so wie jetzt, ziehen deine Augenbrauen sich schräg nach oben. Das können wir hier zum Beispiel bei der ersten Szene, als die Tiere heute Abend geraten hat, dass eben Alien alle Kölkel stecken könnte, ganz sehr, sehr, sehr gut sehen können. Haben wir gerade gesehen. Alex steckt wahrscheinlich drunter, deine Augenbrauen ziehen sich nach oben. Das war ein bisschen subtiler. Man kann das noch viel deutlicher sehen in der zweiten Szene, die wir uns ausgesucht haben. Das war nämlich der erste Tipp, als quasi unerwartet den Namen Alec Davas. Und da ist es wieder, gehört hast. Du hast sogar kurz unbewusst mit dem Kopf genickt und auch jetzt, weil du, glaube ich, gesehen hast, dass das genau das ist, was dir passiert ist. Und da musst du ein kleines bisschen besser drauf achten. So, beim Lügen achtet man immer auf die Baseline. Das mache ich übrigens bei jedem Namen. Du musst dir alle Folgen angucken. Bei jedem Namen ziehe ich die Augenbraue hoch und nicke. Er hat doch alles gesehen, Opti. Ist doch alles klar. Wir haben doch alles geguckt. Ja. Wir sind doch keine Idioten. Wir haben doch alles angeguckt. Also, es können natürlich alles Mögliche sein. Ja, es kann natürlich auch Roberto Blanco sein oder weiß der Kuckuck. Ja, also man weiß das ja wirklich nicht. Also es ist ja eine reine Vermutung jetzt erstmal, lieber Timon, ob du recht hast. Werden wir irgendwann mal in der Zukunft sehen. Das werden wir jetzt nicht mehr rausfinden. Es ist ja nur erstmal, nun geh erstmal wieder, weil wir wollen auch höflich sein, nun geh wieder raus aus dem Kopf von Opti, bitte. Jetzt waren wir da drin, jetzt gehen wir bitte wieder raus aus dem Kopf von Opti. Das ist ja auch unhöflich, wenn man da so lange drin rumsitzt. Jetzt geh wieder raus, komm, jetzt geh raus. Viel zu viele Haare. Ich zieh mich wieder raus. Ja, zieh dich wieder raus, zieh die Schuhe wieder an. Szenen, die können wir uns nochmal anschauen, wenn du möchtest. Ja. Weiß nicht, ob wir Zeit haben. Komm, eine noch. Eine schnelle noch, komm. Gucken Sie mal an, hier kommt man sehr schön sehen, Opti, du hast dich ertappt gefühlt. Dein Finger ist sofort an deinen Mund gegangen, weil du, glaube ich, guck mal hier, das machst du sonst auch nie, nicht wolltest, dass noch mehr verraten wird. Und ist natürlich keine Tatsache, aber mein Tipp läge in dem Fall sehr stark darauf, dass Alec Völkel im Kostüm des Aliens steckt. Ja, weil das ist dein Tipp. Das ist einfach sein Tipp, der kann ja wohl tippen. Einfach mitspielen, natürlich, ja klar. Muss ja natürlich vorher noch die App runterladen und dann wollen wir mal schauen. Danke, Timon, ja? Dankeschön, ja? Sehr, vielen Dank. Sehr interessant. Und jetzt? Sehr, sehr interessant. Aber es kann natürlich auch unter dem Alien, kann natürlich auch Luke Mockridge stecken oder, was weiß ich, Klausi Beimer. Weiß man ja nicht vorher, ne? Joko, natürlich, genau. Wird auch getippt übrigens. Ja. Nicht ganz in den ersten Top 3, aber wir wissen das nicht, die Zukunft wird es zeigen, aber interessanter Mann, der Timon, oder, Opti?